gehört, seid ihr ready? Showtime! Sowas gefallen, aber ich dachte, Köln ist eine Partyhauptstadt. Das probieren wir nochmal. Musik wieder an. Hallo Köln! Yeah! Das ist Köln, wie ich es kenne. Bitte einen großen Applaus für unsere Dance Girls. Und jetzt runter von meiner Bühne. Ab ins Körbchen. Aber keine Angst, sie kommen ja wieder. So ist es ja nicht. Gamescom 2011, es ist der dritte Tag. Ich gucke mal so in die Masse der Menschen. Gib mir mal so ein Signal zurück. Gamescom, Daumen hoch oder Daumen runter dieses Jahr. Zeig doch mal.
Ah, Daumen runter wegen Wartezeiten. Ihr auch, oder? Warum? Wartezeiten, oder? Ja, gut. Prima. Nee, also jetzt passt mal auf, Freunde. Jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen was hier in den Hallen so abgeht. Die längste Wartezeit momentan sind 9 Stunden. 9 Stunden. Ich stelle mir das jetzt gerade mal so vor. Weißt du, du kommst da morgens hin, stellst dich 9 Stunden an, um eine Viertelstunde lang ein Spiel zu spielen. Ja? Und was passiert? Kommst hin, Server ist abgekackt. Kommst du morgen wieder, hier hast du ein T-Shirt. Auch eine Scheißaktion. Aber noch viel krasser ist, vorhin, ungefähr ist es so 45 Minuten her, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, es werden keine Leute mehr in die Halle gelassen. Um in die Hallen reinzukommen, Wartezeit 2 Stunden. Um Köln herum, als komplette Kölner Messegelände, 30 Kilometer Stau in jegliche Richtung. Ich würde sagen, na, Zocker haben Köln übernommen, oder? Köln bei uns! Ist das geil. Das ist echt geil. Hervorragend, hervorragend. Ihr seid hier am Stand vom Bitcomposer. Genau. Und wir haben hier ein Spiel laufen. Ihr seht ja, gibt es überhaupt jemanden, der so ein T-Shirt gebrauchen könnte hier? Müsste nächste Woche wiederkommen, da ist die Textilmesse. Eine Halle weiter. Ja. Es gibt ja auch ein Gerücht hier auf der Messe. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es soll hier wirklich auch Video- und Computerspiele geben. Nicht nur T-Shirts und Frauen. Ich weiß es nicht. Also, ich habe das Gerücht gehört. Nein, pass auf, wir haben hier auf jeden Fall einige Shirts, das sollt ihr auch bekommen. Aber ich habe da hinten noch mehr Shirts. Und ich nehme jetzt mal was auf meine Kappe. Wenn wir ein kleines Spiel machen, verspreche ich euch, dass wir nachher, wenn die T-Shirts alle geschmissen sind, nochmal eine Kiste rausholen. Okay, dann haben wir doppelt so viele auf der Bühne. Aber nur, wenn ihr das Spiel mitspielt. Das geht relativ einfach. Wenn ich den Namen Bitcomposer sage und ihr mir ein BAM zurückgebt, aber es muss so ein richtig knackiges BAM sein, ja, so dass dem Alten da hinten die Falten aus dem Gesicht gebügelt werden. Ja, und da müssen wir, das BAM muss aber heftig sein, verspreche ich euch, dass ich nochmal eine richtige Lage T-Shirts nachlege. Okay? Hier am Stand von Bitcomposer. BAM! 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 Wenn dann so ein richtiges BAM hier am Stand von Bitcomposer. BAM! Guck mal hier, ich hab Gänsehaut. Geil! Das ist mal eine großartige Nummer. Ja, genauso spielen wir diese Geschichte hier. Was haben wir für euch hier? Einmal haben wir hier Bitcomposer. Hervorragend, ist ein neuer Publisher auf dem Markt. Wir haben unter anderem den Kollegen Stefan Raab mit Schlag den Raab, das zweite Spiel. Heute Morgen um 11 Uhr hatten wir Elton hier live auf der Bühne gehabt. War auch sehr geil, hat auch das Spiel hier live gespielt. Und dann mein Favorite, Jacket Alliance, Back in Action. Wer kennt noch Jacket Alliance, das alte Jacket Alliance? Ja, sehr schön, rundenbasiertes Taktikspiel, für mich immer noch einer der unerreichtesten, was es gibt. Bitcomposer, sehr schön, ist hergegangen, hat das Spiel neu aufgelegt, neues Interface, neue Grafik, das ist immer noch rundenbasierend, ja, mit einem neuen Shooting-System, sehr, sehr geil. Wir haben im Hintergrund dieser Bühne, also auf der anderen Seite des Standes, den Jacket Alliance Action-Bereich. Da haben wir eine Show für euch vorbereitet, mit Schauspielern, Special Effects, Explosionen, mit allem drum und dran. Leider erst ab 16 Jahren für euch freigegeben. Nachher einfach mal drumherum gehen, Wartezeit im Schnitt so 10 Minuten, kein Vergleich gegen 9 Stunden. Und wenn der Server abkackt, mein Gott, reboot ich ihn, kein Problem. Funktioniert also, auch hier am Stand von Bitcomposer. Hervorragend. Ich wüsste jetzt aber eigentlich gar nicht, in welche Richtung ich die T-Shirts zuerst schmeißen soll. Jetzt weiß ich natürlich viel mehr, in welche Richtung ich das schmeißen soll. Pass auf, wir machen daraus ein kleines Spielchen, das ist ja eine Spielemesse. Pass auf, ich tu mal das Volk teilen. Hier quasi so durch. Kettensegen-Massaker 5511. Sehr schön. Ihr alle seid Gruppe Nummer 1. Ihr alle seid Gruppe Nummer 2. Ihr bekommt von mir das Wort Com. Okay? Ihr bekommt von mir das Wort Poser. Er gibt Composer. Ja? Oh, ihr habt aufgepasst. Sehr schön. Die Gruppe, die das Wort am lautesten brüllt, wenn ich drauf zeige, dahin fliegen zuerst die Shirts. Okay? Ganz einfaches Spiel. Hier am Stand von Bitcomposer. Nein, am Stand von Bitcomposer. Am Stand von Bitcomposer. Ja, das ist das BAM, was ich haben will. Hört nicht mal meine Stimme an. Ich mache das schon seit 3 Tagen. Ja, also wir probieren es jetzt mal aus. 3, 2, 1. Das war jetzt nicht verkehrt. Also, warte auf. Die Gruppe hat das größere Wort und ist lauter. Ihr habt das kleine und seid leiser. Ja, das ist auch wieder, aber du hast so einen Brustkorb, Alter. Ich habe hier vorne kleinen Charlie Brown stehen mit so einer Kette, mit so einem Brustkorb. Deswegen, das musst du ja wettmachen hier am Stand von Bitcomposer. Hervorragend. Also probieren wir es nochmal. 3, 2, 1. Alter, da kommt dir aber was entgegen, du hier. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das war nicht schlecht. Nochmal eine Runde. 3, 2, 1. Was ist los? Ich habe nicht gesagt, dass ich es immer in der gleichen Reihenfolge mache. Ja? Hier am Stand vom Bitcomposer.
Hervorragend. Also machen wir es nochmal. 3, 2, 1. Leute, Leute, ihr macht mich fertig. Weißt du, ihr levelt eure Charaktere in so endlich 5 Stunden Arbeit von Avatar sein Rohr anzugleichen. Und dann so ein einfaches Spiel links und rechts. Kann doch nicht so schwer sein. Also nochmal. 3, 2, 1. Das war geil, das hat mir gefallen. Komm, das war die erste Show des Tages. Es ist ein gerechtes Unentschieden, würde ich sagen. Wir schmeißen die Shirts in alle Richtungen gleichzeitig. Okay? Wunderbar. Dann hätte ich gerne mal 2 Mädels auf der Bühne, die mich unterstützen. Und mal einen kleinen Applaus für unsere Süßen, bitte. So, ich möchte euch natürlich auch gerne vorstellen, dass die süße Nina und die liebliche Isabel. Wunderbar, wir befinden uns jetzt mit den Charts. Hier am Stand von Bitcomposer. Nein, am Stand von Bitcomposer. Hervorragend. Bevor wir jetzt aber die Charts reinschmeißen, Freunde, ganz kurz Spaß beiseite jetzt. Ich sage das immer wieder, aber es ist auch wirklich wichtig. Es sind doch sehr, sehr viele Menschen hier. Zwischen euch stehen vielleicht kleine Kinder, ältere Menschen oder auch behinderte Menschen. Hier oben beispielsweise ist ein kleines Kind. An dieser Bühne wird sich für kein Stück Stoff geprügelt. Es gibt genügend Arschlöcher auf der Welt, die in den letzten Jahren die Games-Branche in Verruf gebracht haben, weil irgendein Vollidiot in irgendeine Schule mit einer Knarre reingegangen ist und gemeint hat, da hier irgendwelche Leute zu killen. Dann geht die Polizei nach Hause, macht den Rechner an und findet einen Ego-Shooter. Und schon heißt es, alle Zocker sind irgendwelche potenziellen Killer. Also ganz ehrlich, Freunde, ich habe mich noch nie als Ork verkleidet und bin mit einer Axt durch die Stadt gelaufen. Ja? Also, in Zeiten von Facebook und YouTube, zeigen wir Welt da draußen, heute und hier, dass die Games-Community eine friedliche Community ist. Okay? Peace! Falls aber doch einer meint, er müsste hier den Chuck Norris raushängen lassen, habe ich auch da eine Antwort drauf. Und das ist Booster. Ich stelle den nackt auf die Bühne und der tanzt. Und Freunde, das wollt ihr nicht sehen. Vertraut mir, das wollt ihr wirklich nicht sehen. Ja? Und doch, kauft eine Brille. Ja? Hier am Stand vom Bitcomposer. Am Stand von Bitcomposer. Das ist es. Also, wollen wir loslegen? Seid ihr bereit? Ja? Ja, dann die Hände nach oben und dann jetzt los. Bitcomposer! 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 Booster! Musik! Ich will euch springen sehen! Versprochen, ich hab's euch versprochen, dass ich das verspreche, halte ich. Wink nochmal so eine Art raus, Sarah. Da kommen nochmal ein paar Shirts. Sehr schön. Machen wir noch eine Runde, oder? Da geht noch einer, geht noch. Einer geht noch. Nochmal ganz kurz. Wie gesagt, wenn die Show hier beendet ist, werden wir direkt den Jack and Alliance Back in Action Bereich mit den Schauspielern Special Effects eröffnen. Hier im Hintergrund. Ansonsten sind wir hier 90 Minuten wieder für euch da. Und jetzt gehen wir nochmal richtig Vollstoff. Letzte Runde. Na, gell? Ja, wir wissen, wie das Spielchen läuft. Bitcomposer! 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 Bitcomposer!
Vorsicht! Ich will ein Schwitzchen sein! Komm vom tiefsten Herzen, ich mache den Job auf Gamesmessen seit 9 Jahren. Aber heute hier, Köln, ich liebe euch, ihr seid ein geiles Publikum. Bis später, danke, tschüss!